Hallo und herzlich willkommen auf deinem Kanal Kunstschule Häuskerchen. Heute beschäftigen wir uns mit einem Pferd. Das heißt, wir zeichnen und wir malen heute einen Pferd. Ja, und da beginnen wir, wie gehabt, immer zuerst mit so einer kleinen Skizze. Wir mischen uns mal so ein leichtes Braun, aber mehr Rotanteil, also ich nehme Gelb, Rot und ein bisschen Schwarz, dann wird das leichte Braun, das helle ich ein bisschen auf, damit wir die Zeichnung ein bisschen besser sehen können. Und dann fangen wir wie gehabt erstmal mit unserer Vorskizze. Ja, das heißt, wir versuchen wieder irgendwie ein Konstrukt oder eine Form zu finden, wie so ein Pferdekopf aussieht, ja, also welche Figuren passen in so ein Pferd rein, ja, das heißt im Ganzen circa sowas, zack, also hier eine Backe, zweite Backe, hier die Nase. Die Lüster. So, und dann haben wir auch natürlich ein bisschen Hals, was so an einem Pferdekopf ist. So, schauen wir mal, welche Formen sehen wir hier. Also rein theoretisch haben wir hier eine Form. Und dann habe ich mir hier so eine Form gezogen. Ja, also das heißt hier dieses Ding. Und dann ein bisschen die Backen dran gemacht. Und dann die Nasenluster, also die Nasenlöcher sozusagen ein bisschen an der Seite. Ja? Die Ohren sind einfach nur so Dreiecke, in die ungefähr, oh, die gucken ein bisschen höher. Nicht so seitlich, sondern ein bisschen nach oben. Wichtig ist bei den Augenpositionierung, wenn man halt noch nicht zu viele Tiere gemacht hat, malt man meistens die Augen zu nah aneinander, weil wir gewohnt sind, sozusagen, wie der Mensch uns anschaut, dass die Augen sich uns so von vorne angucken. Die sind aber bei den Tieren meistens ein bisschen seitlich, ne? Also die gucken eher von den Seiten, also von der Seite und von der Seite. So, dann haben wir im Grunde unsere erste Skizze. Dann gehen wir langsam jetzt an die Befüllung von Farben. Was ich mache in der Mitte von vom Pferdkopf oder Pferdekopf so eine weiße Linie, ne, da wo die Nase sein wird. Also hier wird so eine weiße Fleck sein. Und die Farben für den Pferd nehmen wir so eine leichte Braunrot, ja, also ein Braunton mit mehr Rotanteil. Von dem Ganzen da drauf. Ja. Und dann ziehen wir uns die Farben, nicht allzu viel Farbe auf dem Pinsel, schön verteilt. Ja. Auch hier gehen wir mit unserer sogenannten Form. Ja. Das heißt, hier haben wir einen Kopf, der geht in die Richtung. Das heißt, unser Pinsel wandert, weil der Kopf ist ja so rund in dem Sinne, wandert auch in die Richtung. Ja. Auf der Seite wandert der Pinsel in die Richtung, so dass wir die erste Farben, die wir dann haben, schon mal drauflegen. Ja, und das geht hier runter. Ja, dann machen wir hier auch etwas hell und hier die Schnauze, die darunter geht. Ja, und dann können wir uns mit der schwarzen Farbe die Nasenlöcher schon mal andeuten, damit wir wissen, wo wir ungefähr sind. So, wunderbar. So, jetzt haben wir Folgendes. Und zwar haben wir Kopf, der vorne ist, und wir haben Hals, der da drunter ist. Um den Kopf vom Hals zu trennen, muss entweder Kopf heller sein und Hals dunkler sein oder Kopf dunkler sein und Hals heller sein. Ja? Also es muss auf jeden Fall eine klare
Grenze zwischen Kopf und Hals sein, damit der Hals mehr nach hinten geht und Kopf mehr nach vorne geht. Ja, und dann verpassen wir noch eine Mähne. Oh, die schmeißen wir mal über hier über die Augen. Dann haben wir weniger mit den Augen zu tun. Einfach halber. Ja, und dann wird unsere Mähne auch hier so verlaufen. Ja, und dann deuten wir noch mal die Ohren an. Ja, so leicht nach oben, nicht zu sehr seitlich. So, im Grunde ist unsere, also die Augen noch. Das heißt, hier ein Auge. Das andere Auge sieht man nicht, weil es unter der Mähne sein wird. Jup, jup. Wunderbar. So, jetzt haben wir natürlich ein sehr dunkles Pferd. Also wir haben eine dunkle Farbe, also braun-dunkel mit ein bisschen rötlich. Dafür brauchen wir etwas helleren Hintergrund. Ich würde so ein leicht ockergelb nehmen. Den mischen wir aus Gelb, Violett. Ja, und da in das Gelb da rein. Oder Gelb in das Violett rein. Ja, ein bisschen Blau. Ein bisschen mehr Rot. Jawohl, und da Gelb rein. So, circa diese Farbe, die helle ich noch mal auf. Ja, und dann gehen wir mit der Farbe schön dran, so dass wir die Hintergrundfarbe wunderbar heller sind, also schön darauf achten, dass die Hintergrundfarbe heller ist als die Figur selbst. Ja, dadurch schneiden wir noch mal die Figur aus dem Ganzen, und dadurch haben wir noch ein bisschen mehr Gelb. Dadurch haben wir bessere Konturen zu der Figur. Guck, dass du auch hier, also die Farben Ockergelb oder halt Gelb, so ein helles Braun mit Gelb, ein Gelbton, dass du nicht in einem Ton hast, dass du irgendwo vielleicht mehr Gelb hast, irgendwo vielleicht sogar mehr Rot hast. Ja, dass es nicht zu sehr eintönig wird. So, im Ganzen haben wir die erste Schicht da drauf. Und dann gehen wir jetzt wieder in etwas helleren Farben auf die zweite Schicht und gucken, wie die Verläufe sind, ja, und wo wir etwas heller machen können. Ja, da kann man den vordere Teil heller machen. Dann hier vorne an den Nasenlöchern. Hier nehme ich so ein leicht rosa. Ja, das hat einen rosenen Touch hier unteren Teil. Von dem Ganzen. Und dann mischen wir uns wieder unser Braun. Ja, und dann gucken wir, wie die Lichtverhältnisse sind. Bei uns kommt Licht so leicht von der Seite. Das heißt, die Seite versuchen wir auch heller zu machen, ja. Und dann gucken wir auch, wie die Augen sind, wo im Gesicht oder in dem von dem Pferd, wo ist heller, wo ist dunkler, ja, wie weit fährt das raus und so weiter. Ja, also immer schön drauf achten.
Zum Beispiel hier können wir unterstützen, wo die Schnauze hier nach unten geht. Dann machen wir die einfach ein bisschen heller. Ja, die Nasenlöcher nochmal richtig dunkel machen. Ja, dann die Mähne, die hier verlaufen wird, wieder dunkel machen. Ein bisschen auf, das, auf den Hintergrund rausziehen. Ja, und dann ein bisschen Licht auf die Mähne setzen. Das heißt, wir nehmen uns Grau mit ein bisschen Blau mit da rein, setzen hier drauf Licht und vorsichtig mit einem Pinsel, ohne fest drauf zu drücken, leicht nach unten ziehen, dass die Mähne angedeutet wird. So. Und hier kann man nochmal unterstützend mit der Mähne, die dann nach unten hier verläuft und hier durchläuft, nochmal mit der helleren Farbe, da wo unsere Backe ist von dem Pferd, die leicht aufhellen, dann wissen wir, aha, da verläuft die Backe, und dann leicht verwischen. Dadurch, dass wir hier hell mit der Backe gemacht haben und darunter ist aber dunkle Mähne, dadurch kommt das Gesicht ein bisschen mehr nach vorne, ja, und das kann man wunderbar unterstützen, indem man nochmal richtig dunkel dahinter macht, ja, und die Backe dann, oder die, das Teil von da, wo Auge ist und so weiter, nochmal ein bisschen aufhält, ja, tack, da drauf, damit wir hier ein richtiges Licht bekommen, dann machen wir auch hier, da ist die, die Schnauze, also das heißt die Nase, die hier so verläuft, die hellen wir noch mal richtig auf. Ja, gucken wir, dass wir die Nasenlöcher parallel zueinander haben. Die ist zum Beispiel ein bisschen zu hoch. Und dann machen wir die weg und machen die etwas tiefer. Ja, das ist schon mal ein super Beispiel, dass du keine Angst davor haben musst, falls irgendwas nicht so da ist, wo es hingehört, dass man es immer noch jederzeit korrigieren kann. Ja, also das ist das Wichtigste überhaupt, dass man Angst verliert, sozusagen die Fehler zu machen, sind aber keine Fehler, sondern halt Schritte, die man ja, noch nicht kennt und die dann später angeht. Ja, also wirklich davon Angst verlieren, Fehler zu machen, ich sage nochmal in Anführungszeichen, Fehler zu machen, ist sehr, sehr, sehr wichtig, weil dann wird man freier. Ne? Also dann malt man auch viel, viel, viel einfacher und viel freier, weil man keine Angst davor hat, irgendwas falsch zu machen, was gar nicht in dem Moment überhaupt geht, irgendwas falsch zu machen, weil man kann nichts falsch machen. Das sind einfach nur die Schritte, die man noch nicht kennt und durchgegangen ist, aber irgendwann man dann, wenn man die kennt, das wird dann alles einfacher. Ja, deswegen machen wir unsere Skizzen, unsere Bilder, die wir jetzt am Anfang machen, noch nicht zu detailliert. Ne? Das heißt, dass jeder wirklich sich dran wagt, ohne viel Angst zu haben. Ja, das heißt, wenig Details, noch nur die erste Andeutung. Also wichtig ist, dass du hier mitnimmst, dass man zum Beispiel sagt, okay, die Gesicht ist vorne, das hier heller, darunter ist dunkler, dass man diese Dinge lernt, ne, an Zeichnung an sich, dass man da einfacher rangeht und so weiter. So, dann brauchen wir nur noch ein bisschen Licht in den Augen, weil Auge lebt davon, wenn da drauf Licht ist. Ja, und im Grunde sind wir damit fertig. Ja, ich hoffe, das war verständlich genug. Falls nicht, dann bitte, bitte schreibt uns einen Kommentar. Oder falls es verständlich war, schreibt mir bitte auch einen Kommentar, so dass ich weiß, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ja, das heißt, wir, also die Idee dahinter, dass wir erstmal in diesem Stadion erstmal aufhören, ja, und dann mehrere Bilder, also mehrere Tiere erstmal rangehen, so dass man zwar was zum Vorzeigen hat, ja, und aber dann Angst verliert, wie man halt
dass man Fehler macht oder noch irgendwas. Und dann später kann man auf diese Bilder aufbauen. Das heißt, rein theoretisch, man kann auf das Bild, also hier, wo wir fertig sind, da drauf nochmal mit den Details gehen. Dann nimmt man einen kleineren Pinsel und dann fängt man das auszuarbeiten. Aber im Grunde gesehen, das ist die erste Schicht, der erste Schritt, den man beherrschen soll. Und danach wird es eigentlich einfacher. Ne? Danach ist es nur gucken, wo es tiefer, wo es dunkler, wo es Ding ist. Dieser Schritt ist eigentlich der wichtigste allgemein. Wunderbar. Falls dir das gefallen hat, bitte Daumen hoch, ja, abonnieren den Kanal, damit du keine neuen Videos verpasst. Ja, wir versuchen so viele Videos wie möglich zu machen, dass man wirklich jedes Tier sozusagen einmal durchgeht. Und dann werden wir nach der Zeit, wenn wir halt alle Tiere soweit haben oder wo wir der Meinung sind, dass okay, das passt, dann werden wir tiefer in die Materie reingehen. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Tierchen.